Wir haben ein Grab, zwei Särge, ein Moderator und zwei Wahnsinnige, die sich gleich lebendig begraben lassen werden. Nicht nachmachen und gib dem wieder einen Daumen nach oben. Kurze Challenge. Es gibt 15 Karten. Jeder von uns wird eine auswählen, Runde für Runde. Jede Karte steht für eine Flüssigkeit. Wer als erstes raus möchte, der hat verloren. Viele haben gesagt, unser Kanal wäre tot und wir sollten aufhören. Da haben wir uns gedacht, begraben wir uns einfach mal, ja? Habiba, Sarato, mach die Tür zu. Freunde, wir machen mit den Videos mehr Minus als Plus. Ihr müsst einfach nur kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, Daumen hoch und kommentiert für den Algorithmus. Ich hab Schiss, aber egal, gib ihn. Nein! Wir haben ja extra das hier nicht abgeschlossen, falls es einen Notfall gibt, damit wir direkt raus können. Nicht nachmachen. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer heutigen Show. Wie ihr sehen könnt, befinden wir uns gerade noch in der Vorbereitung. Ja, die Jungs müssen sich gleich jeweils eine Zahl aussuchen. Die Zahl, beziehungsweise die Flüssigkeit, die unter der Zahl steht, wird dann reingekippt. Ja, also ich sag mal so, die Jungs haben ihr Schicksal in ihren eigenen Händen. So, dann fangen wir doch mal an, die Jungs zuzugraben. Ah! Ja. Tschüss! Tschüss! Das kommt sogar bei mir! Sagen, los geht's. Muss ab. Ja. Du fängst jetzt an. Okay. Such dir bitte eine Zahl aus. Zwischen 1 und 15. Okay, ich nehme meine Lieblingszahl 8. 8? Ja. Dann kommt mal mit. Schauen wir mal, was die 8 ist. Katzenfutter. Ich will einmal dran riechen. Ich hab das gehört, Mann. Es kommt, ne? Ja. Ah! Da kommt noch einer. Bah, was ist das? Bah, das schicklich ekelhaft, Mann. Bah! Ey, es reicht! Bah, was ist das? Katzenfutter! Mann, laber doch nicht, Mann! Bah! Ich dachte, du liebst Katzen. Okay, Bruder, du bist dran. 7. 7, das ging ja ganz schnell. Und, Trommelwirbel bitte. Senf. Also es gibt zwei verschiedene Arten von Menschen auf dieser Welt. Die, die Senf mögen und die Senf nicht mögen. Ich gehöre auf jeden Fall zu denen, die Senf nicht mögen. Ich bin gespannt, was Bruder für ein Mensch ist. Das werden wir jetzt rausfinden. Junge, wegen meiner Trichterbrust wird sich alles hier vorne ansammeln. Bist du ready? Nein. Okay, gut, es kommt. Was ist es? Senf! Oh. Wow, das geht ja voll klar! Los geht's in die nächste Runde! Mustab! 3! 3! 3! Zitronensaft! Ich verstehe nicht, wie das von da hier hinfallen konnte. Also ich weiß jetzt nicht wirklich, ob das dem Mustab schaden wird, weil der mag Zitronen. Der ist halt so ein spritziger Typ. Ey, hier ist ein Tier! Welche Nummer hast du genommen? Ich hab 3 genommen. Ich hab gehört, du magst Zitronen? Ja. Okay. Was denn? Ah! Bruder, was ist das? Oh mein Gott! Bruder, ist das Pisse oder was? Oh! Bruder, das brennt in meinen Augen, Alter! Ah! Oh mein Gott! Meine Augen brennen! Ah! Ey, wie viel? Wie viel denn noch? Bob! Bruder, da. Ah! Ey, wie viel denn noch, Mann? Ach. Ja! 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 Oh mein Gott, meine Augen brennen einfach. Bruder! 12. 12? Ja. Das klang jetzt nicht so sicher, aber mir soll es egal sein. Okay, 12 sind Kieler Sprotten. Weißt du, was Kieler Sprotten? Nee. Bleib mal hier, ich komm so. Da bin ich. Kieler Sprotten. Ich bin echt froh, dass ich jetzt nicht da unten liege. Boah, ich hoffe, der kriegt was Schlimmes, ey. Willst du es vorher wissen oder? Sag vorher. Okay. Ah! Nein! Nein! Ah! Was ist es? Was ist es? Der hat diese Kieler Sprotten, das sind Fische. Oh mein Gott, ich hab Fische auf meiner Brust! Geil!
Oh mein Gott, das stinkt. Oh. Boah, jetzt habe ich das auch noch in der Handschuhe. Okay, weiter geht's. Muss ab. Ich nehme die Nummer 7. Cristiano Ronaldo. Was? 7? Die Nummer 7. Die Nummer 7 ist schon weg. Wir haben keine Nummer 7. Wie? Die ist schon weg. Wie? Junge, schneller, du Idiot. 7 habe ich gerade gesagt. Was? Warum ist 7 weg? Ja, hat der Bruder schon genommen. Dann nehme ich die 13. Todesnummer. 13. Und da haben wir Apfelrotkohl. Ich bin gleich wieder da. Also eigentlich ist es was voll Normales. Ja. Aber ich muss kotzen, glaube ich. Warum? Hey, nein! Bist du ready? Nein! Okay. Ey, Bruder! Ah! Es kommt nicht raus! Mein Gott, was ist das? Ey, wieso riecht das so ekelhaft? Bruder, ey, es reicht doch langsam. Ey, übertreib nicht! Ey! Ich hab 1 Kilo auf meiner Brust! Komm, bisschen warte! Nicht mehr viel! 5 Kilo, Mann! Bah, wie viel denn noch? Warte, warte, noch ein Cut! Noch ganz wenig, Bruder! Oh mein Gott, wie riecht das denn? Ey, das reicht doch jetzt! Guck mal, wie viel das ist! Boah, scheiße, Mann! Guck mal, ich träne aus den Augen, Alter! Junge! Bruder! Ich hab tote Fische in meiner Trichterbrust! Die schwimmen die da drin? Die schwimmen selbst, die Fische! Bruder, komm, deine Nummer! 14! 14! Ey, was ist das? Silberzwiebeln! Bäh. Boah, hier ist eine Luft drin, ne, Leute? Ekelhaft! Ich kann nicht atmen, Alter, ich schwör's dir! Ich bekomm grad eine Einmeldung! Mhm. Also mir wurde gerade gesagt, dass Bruder komplett Zwiebeln hasst. Bruder ist auch so ein Mensch, wenn er etwas mit Zwiebeln isst oder allgemein Zwiebeln, zum Beispiel in einem Döner. Bruder bestellt immer Döner ohne Zwiebeln, immer. Wenn er Döner isst, dann fängt er an zu stinken. Sein Körper produziert dann so einen komischen Eigengeruch. Was glaubt der da, ja? Boah, ich habe keine Ahnung, warum die Silber heißen, aber das sind auf jeden Fall, die sind stabil. Bitte nicht. Soll ich korrekt sein? Nein. Es wird so oder so brennen. Okay, mach. Nein. Bah. Kannst du schon erahnen? Was ist es? Zwiebeln? Silberzwiebeln! Junge, was ist das? Das sind doch Feuer! Mustard, du hast ja noch gut lachen, ne? Ja. Erzähl, was willst du? 5. 5? Oh! Nein! Nein, ich wechsle! Wie? Mit Hühnerfleisch. Mussab, ja. Ist dein Rücken auch komplett nass? Oder alles ist nass? Bihonsuppe mit Hühnerfleisch. Pikant. Indonesien-Style. Jetzt kommt die Bihonsuppe mit Hühnerfleisch. Pikant. Indonesien-Style. Oder das kann schon nicht. Boah, das kann. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Gehen wir direkt weiter. Keine Zeit verschwenden. Hi, Bura. Hi. Wie läuft? Beschissen, alles ist in meinem Mund drin. Perfekt, das interessiert mich. Ich hab gerade gespuckt. Ja, das interessiert mich nicht. Ich hab meinen Oberschenkel angespuckt. Ja, das interessiert mich auch nicht. Was willst du denn für eine Nummer haben? Welche haben wir noch übrig? Irgendwas zwischen 1 und 15. Heute noch? 11. 11? Ist das eine Frage oder ist das eine Entscheidung? 11. Das klingt eindeutig. Ich bin gleich wieder da, ja? Mach's dir gemütlich. Das ist so ekelhaft. Das tropft von da oben noch weiter, Mann. Bah. Bei mir ist alles in meiner Brust drin, du Idiot. Kannst gleich essen. Bambussprossen. Mit der Kamera rumlecken. Bambussprossen in Streifen. Original aus China. Bambussprossen in Streifen made in China. Oh mein Gott. Was willst du haben? 10. Wie sind die denn sie dann? Say no more, fam. Tschüss, das musst du rausschneiden. Das ist schon krass. Komm, was ist es? Okay, Freunde, jetzt kommt die Creme de la Creme. Ja, jetzt kommt einfach der Bowser des Marios. Link bei Zelda. Aber warte mal. Mario hat doch Bowser besiegt.
Ja, aber Endgegner, Bruder. Das ist ein Endgegner. Scheiß mal da drauf. Es wird jetzt krass. Es ist High-End. Es ist Endlevel. Ey, Musab! Ja? Es wird krass. Nein! Es wird krass. Was denn? Es wird krass. Es kann nicht krasser werden. Oh, du hast gar keine Ahnung, wovon du redest. Na, was denn? Was ist denn? Du wirst nachts noch davon träumen, so krass. Nein, was ist es? Zeig ich dir jetzt. Ja, zeig durchs Loch. Was ist das? Wir gehen ein bisschen backen. Ja, lass ihn aufgaben. Ja. Ja, Leute, ich hab das. Ich glaub, der hält die Luft an. Faxen TV, von den Toten wieder erwacht.